Hi, wie schön, dass du wieder mit dabei bist. Wenn du mich noch nicht kennst, ich bin Lisa von Parfori und hier dreht sich alles rund um die Welt der Nischendüfte. Heute dreht sich im Video um blumige Düfte und ich habe versucht, so ganz unterschiedliche blumige Düfte mitzubringen, also von eher Weißblütlern bis hin zu intensiven Blumendüften mit einer schönen Oudnote, sodass auch für jeden und für jede hier im Video was mit dabei ist. Lasst uns direkt reinstarten und zwar mit dem allerersten Duft. Das ist der Arme Blanche von L'Atelier Parfum. Ich mag die Marke L'Atelier Parfum sehr, sehr gerne und vor allem auch den Arme Blanche, weil ich bin bekennende Liebhaberin von Weißblütlern. Ich mag einfach diesen sauberen Touch, der eben in diesen weißen Blütendüften mit rauskommt. So mag ich auch den Arme Blanche. Ah, wir haben hier schon im ersten Riechen eben diesen sauberen Touch. Er ist blumig, er ist hell. Er ist eine wunderschöne Kombination aus weißen Blüten wie Neroli, Tuberose, aber natürlich auch Jasmin und Orangenblüte. Orangenblüte finde ich immer super schön in Düften, weil es schon so einen leicht fruchtigen Touch nochmal mit reingibt. Keine Ahnung, ob das wirklich der Fall ist, aber mein Gefühl oder meine Nase sagt mir das zumindest. Die Marke hat sich bei dem Duft gedacht, dass es quasi wie ein Brautstrauß riechen soll, der mit einem schönen, weißen, zarten Schleier umworfen wird. Und so soll eben dieser Duft riechen. Und ich finde, das kommt schon ganz gut hin. Ich finde, das ist ein Duft, der eben durch Moschus, der da auch mit reinkommt, so ein bisschen an Fülle, aber auch Fluff natürlich bekommt. Und was natürlich diesen sauberen Charakter nochmal mit unterstützt. Ein Duft, der nicht aufdringlich ist, obwohl so viele unterschiedliche Blüten mit drin sind. Ein Duft, den du überall hintragen kannst. Also das ist für mich wirklich auch so ein Alltagsduft, den ich total gerne trage. Und ich finde, den kann man auch in jeder Jahreszeit tragen. Natürlich ist er jetzt nicht so mega intensiv wie andere Düfte, die wir jetzt noch riechen werden. Aber ich mag es einfach, diesen sauberen Touch zu haben. Und das ist mir auch egal, ob das jetzt Frühling ist oder Winter. Ich trage ihn einfach, weil er mir gefällt. Was im Verlauf auch rauskommt, ist eine feine Sandelholznote. Macht den Duft, obwohl Moschus mit drin ist, so ein bisschen ganz, ganz leicht trocken. Ist eine schöne Kombination eben aus den Blüten, aus diesem cremigen mit dem Moschus und dann dieses Sandelholz, was so im Kontrast dazu was ganz leicht Trockenes nochmal mit reingibt. Setzt den Duft schön, ist für mich wirklich ein ganz toller Duft. Ja, der ist für mich rein feminin. Also für Männer da draußen, so ein reiner Weißblütler, ich weiß auch nicht, kommt mir nicht ganz so passend vor. Also eher für euch Frauen da draußen. Wenn du auf weiße Blüten stehst, einen sauberen Touch, einen Duft, der dich den ganzen Tag begleitet, überall hin, dann probier auf jeden Fall mal den Arme Blanche aus. Auch im nächsten Duft spielen weiße Blüten eine Rolle, aber wir haben ja auch ganz andere Duftnoten mit drin. Und zwar geht es um den Fleur de Fleur von Inuit Nomade. Eine Marke, die ich einfach so gerne habe. Ganz tolle Düfte, die die Marke vertreibt. Auch der Fleur de Fleur. Und wir haben hier schon auch zu Beginn leichte Weißblütler mit drin. Tatsächlich ist der Duft aber der Blütenpracht auf Bali gewidmet. Und wir haben hier eben neben diesen Blüten, die mit drin sind, eben auch was Fruchtiges, was finde ich auch eine sehr, sehr schöne Kombination ist. Wir haben hier am Anfang Bergamotte und Grapefruit. Ein schöner, fruchtig, aber dennoch süßer Start. Aber wir haben hier so einen leichten Frische-Kick. Und ich finde auch, dieses Fruchtige bleibt im Verlauf ganz schön da, ohne im Vordergrund zu sein. Denn was auf jeden Fall im Vordergrund steht, sind eben Weißblütler wie Tuberose, aber auch Ylang Ylang, die natürlich diese Fülle und diesen Körper und diese Süße in den Duft nochmal mit reingeben. Das ist wirklich ein warmer, ein vollmundiger Duft. Er wird cremig, er bekommt eine schöne Süße durch die Vanille mit rein. Das heißt, er ist im Gegensatz zu dem Arme Blanche, den wir als erstes gerochen haben, schon mit mehr Körper unterwegs. Er hat mehr Power. Ein Duft, den du eher sparsamer auftragen solltest, der setzt sich definitiv durch. Haltbarkeit und Sillage sind wirklich gut bei diesem Duft. Hier würde ich eher sparsam auftragen und dennoch ist es ein Duft, den du auch, wie ich finde, überall hintragen kannst, weil er ist nicht zu aufdringlich und er ist so schön komponiert. Ein Duft, den ich auch im Sommer tragen würde tatsächlich, jetzt nicht bei 40 Grad im Schatten, da ist er mir zu intensiv. Aber ich finde, Blumendüfte sind oft so, dass man sie jetzt im Hochsommer vielleicht nicht trägt, weil ja, sie sind zu intensiv.
Bei dem Duft würde ich das tatsächlich verneinen. Ich würde ihn in jeder Jahreszeit tragen. Ich finde, man kann ihn auch zu jedem Anlass tragen. Der hat definitiv auch so einen sauberen Charakter. Nicht ganz so stark wie der Arme Blanche. Aber toller Duft. Ich finde Humid Nomad sowieso richtig cool. Ist aber tatsächlich von der Tendenz her auch eher ein femininer Duft. Auch hier kommen im Verlauf aber trotzdem leicht holzige Noten mit rein. Wir haben hier Oud und Sandelholz. Ich finde aber, das Oud ist hier nicht total präsent. Also es ist jetzt kein Oud-Duft. Wir bekommen aber schon eine leicht holzige Basis mit rein, was den Duft auch hier schön setzt. Toll zu tragen. Weiße Blüten sind in diesem Video hoch im Kurs. Aber wenn du jetzt ein Mann bist und gerade abschalten willst und dir denkst, wow, die hat wieder nur feminine Düfte dabei, Moment. Denn im nächsten Duft sind zwar weiße Blüten mit drin, der ist aber richtig gut unisex zu tragen. Und zwar geht es um den Purple Night von Le Bergebois. Und ach, ich liebe einfach schon diese Farbe. Auch eine Marke, die ich lieben gelernt habe. Ich finde, die hat einfach wundervolle Düfte. So auch der Purple Night. Und ich freue mich total jetzt auf den Herbst und den Winter, um diesen Duft dort zu tragen. Denn zu den wärmeren Jahreszeiten jetzt im Sommer, vielleicht Frühling würde auch noch gehen, aber jetzt im Sommer, der jetzt so hinter uns liegt, da wäre mir einfach viel zu intensiv gewesen. Denn schon im ersten Riechen ist der auf jeden Fall präsent. Wir haben hier im ersten Riechen was Fruchtiges, was leicht Frisches mit einer wunderschönen Mandarine. Ich finde, das riecht man richtig vollmundig raus. Der ist fruchtig, der ist aber auch von Beginn an süß. Und wir bekommen eben diese floralen Noten definitiv mit rein. Wir haben in dem Duft Tuberose und Jasmin mit drin. Ich finde aber, der Duft, der wird richtig wild. Das ist so ein abenteuerlustiger Duft, denn was dann reinkommt, ist eben Leder und auch Tabak. Und ich finde, deswegen wird der Duft auch super unisex zu tragen. Klar, du musst schon auf süße Düfte stehen. Es ist aber kein Sauberkeitsparfum, obwohl da eben ja weiße Blüten mit drin sind. In dem Fall einfach nicht, sondern wir haben dieses fruchtige, süße, schwere und dann Leder und Tabak. Verrucht, ein Duft, mit dem du ausgehen kannst, der perfekt in eine Bar passt, der perfekt dazu passt, wenn du ein kurzes schwarzes Kleid als Frau anhast oder als Mann richtig gestylt bist. Also der hat schon Stil. Der hat Sexiness, der ist auch so ein bisschen verführerisch, wie ich finde. Ein Top-Duft, ein Duft, den ich das erste Mal gerochen habe und gleich lieben gelernt habe. Er ist einfach super besonders. Und der ist kein so ein klassischer Blütenduft, wie wir es vielleicht davor gerochen haben, sondern er verspricht dir, eine unvergessliche Nacht zu haben. Also, wenn du einen ganz besonderen Blumenduft mal probieren möchtest, dann ist der Purple Night genau der richtige für dich. Sillage und Haltbarkeit bei dem Duft, richtig gut. Also sparsam auftragen, es sei denn, du machst dir den Duft zunutze und möchtest einfach nur auffallen, dann sprüh getrost auf, vor allem wenn du mit ihm ausgehst. Richtig cooler Duft. Wir bleiben bei lauten Düften, kommen aber zu einem komplett anderen Duft und zwar zum Moon Glory von The Harmonist. Und ich finde allein schon diesen Flakon einfach richtig cool. Ich finde ihn so schön. Der ist so schön in der Hand zu heben. Er ist schwer, er ist wertig und einfach hochwertig. Ganz, ganz toll in der Hand zu halten. Das ist auf jeden Fall, wie auch der Purple Night, ein sehr intensiver Duft, ein runder Duft, ein opulenter Duft, aber ein richtig, richtig cooler Duft. Wo ich aber auch sagen muss, er ist eher feminin tatsächlich. Oh, der startet schon süß, aber auch ein bisschen fruchtig. Wir haben hier Litschi mit drin. Ich rieche die Litschi jetzt nicht 1:1 als Litschi raus tatsächlich. Aber wir haben was leicht, leicht fruchtig, süß, aber auch schon definitiv was Blumiges im ersten Riechen. Und was man im ersten Riechen, beziehungsweise ganz kurz danach, auch auf jeden Fall rausriecht, ist ein wunderschöner Honig. Ich finde, den riecht man wirklich schön isoliert aus dem Duft mit raus. Der Duft ist cremig, er ist balsamisch. Wir haben hier auch eine balsamische Note nochmal mit drin. Der ist vollmundig, der ist da, der ist intensiv, der ist rund, der ist cremig. Schön, schön, wie der sich auf die Haut draufträgt. Er hat was Elegantes, er ist opulent, er ist auf jeden Fall in gewisser Art und Weise auch anziehend.
Er ist elegant, er hat gewisses Sexappeal, aber auf eine ganz andere Weise als der Purple Night, den wir davor gerochen haben. Der Purple Night ist so ein bisschen verrucht und so ein bisschen zwielichtig. Und der Moon Glory, der ist vollmundig, cremig, anziehend. Der fesselt einen einfach so ein bisschen, weil er einfach super aufeinander abgestimmt ist. Ist auch ein femininer Duft, weil man eben auch diesen Honig schön isoliert und rausriecht. Und er ist schon ordentlich süß. Auch hier bekommen wir im Verlauf eine schöne holzige Note mit rein. Unter anderem durch Sandelholz. Ich finde, das ist einfach immer eine gute Kombination, wenn man so einen recht süßen, opulenten Duft hat und darunter eine Sandelholznote. Gibt auch was Sinnliches mit rein und es schwächt den Duft auch ein bisschen ab, weil ansonsten wäre der utopisch stark. Ein Duft, der auch eher in die kälteren Jahreszeiten passt. Auch hier für Herbst und Winter perfekt geeignet. Sillage und Haltbarkeit auch richtig, richtig gut. Dieser Moon Glory, der lohnt sich wirklich, wenn du eben auf blumige, süße, leicht fruchtige Düfte stehst, die eben so einen cremig-balsamischen Charakter haben. Richtig cooler Duft. Auch der nächste Duft ist meiner Meinung nach ein richtig schöner Unisex-Duft. Und zwar ist es der Oud Rose von Le Sœur de Noé. Auch eine ganz tolle Marke, die wir noch gar nicht so lange im Sortiment haben. Das ist ein sehr besonderer Duft. Denn, wie der Name schon sagt, spielt auf jeden Fall Oud hier eine Rolle. Und deswegen ist er für mich auch Unisex. Wir haben hier aber auch eine schöne rosa Rose mit drin, die auf jeden Fall schon auch im Mittelpunkt bei dem Duft steht. Aber ich sprühe erstmal. Und was im ersten Riechen Schönes ist, dass wir natürlich was Blumiges haben, da war er am Anfang. Wir haben was Süßes, wir haben aber auch was sehr Würziges. Wir haben nämlich Safran und wir haben im ersten Riechen schon so eine leicht herbe, rauchige Note mit Weihrauch. Das heißt, er ist süß, er ist blumig, aber wir haben eben von Beginn an dieses Weihrauchige mit drin. Und im Verlauf kommt eben durch das Oud wirklich so eine holzig-rauchige Note auf jeden Fall nochmal in den Fokus. Was dann aber recht schnell rauskommt, ist eben, wie ich es gesagt habe, diese rosa Rose. Die ist auf jeden Fall auch da. Du musst schon auf Rosendüfte stehen, damit du den Duft tragen kannst. Die wird aber super eingefangen, eben durch das Oud und aber auch durch Leder. Das ist wirklich eine tolle Kombination und auch bei dem Purple Night hatten wir ja diese ledrigen, rauchigen Noten mit drin und dennoch unterscheiden sich die Düfte wirklich grundsätzlich. Der Oud Rose ist für mich weitaus heller, obwohl wir eben auch diese dunklen Noten mit Oud auch drin haben. Er ist blumiger eben durch die Rose, er hat so einen leicht orientalischen Touch und das hat eben dieser Purple Night nicht. Durch Patchouli bekommt er auch so einen leicht erdigen Touch im Verlauf. Das riecht man schon raus, was leicht grün-erdiges. Also ein Duft, der eben von Männern als auch von Frauen echt gut getragen werden kann, wenn du Rosendüfte magst. Er ist wirklich intensiv. Ein Duft, der für mich auch eher so in den Herbst und in den Winter reinpasst. Also perfekt, wenn du noch auf der Suche bist nach einem Duft für deine Parfumgarderobe jetzt in den kälteren Jahreszeiten. Ich hoffe, dass ich auch für dich einen Duft mit dabei habe, der dich vielleicht neugierig gemacht hat. Teil gerne mal deine blumigen Duftfavoriten mit mir. Ich freue mich auch immer, neue Düfte auszuprobieren, weil ich kenne noch lange nicht alle. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich über ein Like. Abonniere gerne den Channel, aktiviere die Glocke, damit du kein Video verpasst. Und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Bis dahin alles Gute. Ciao.